Herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin die Miri und wir sind kurz davor, bevor der Sturm uns erreicht. Man sieht's, also hier ist kein Durchkommen mehr. Und wir mussten gerade eine Triage durchführen, um unsere Kranken hier zu reduzieren. Das hat allerdings auch unsere Bevölkerung drastisch reduziert. Da sind gleich mal 82 Leute gestorben. Allerdings haben wir jetzt auch nicht mehr so viele Kranke. Das muss man dazu sagen. So. Die Sache ist natürlich, das hat zu extremer Unzufriedenheit geführt. Wir haben jetzt 110% Unzufriedenheit. Also ich glaube nicht, dass das ohne Folgen bleibt. Ich meine, sie wollten das selber so, aber nun gut. Als erstes müssen wir jetzt hier die Sachen mal wieder auffüllen, die Arbeitsplätze. Wir haben allerdings nicht mehr so viele Leute, die wir einsetzen können. Was haben wir denn hier? Eine Jagdhütte. Gut, die sind ja jetzt gerade zum letzten Mal jagen, würde ich sagen. Das Erste, was wir machen müssen, ist tatsächlich... Also wir brauchen noch ein bisschen Essen. Ein bisschen was müssen wir noch ranholen. Also werde ich jetzt die Jäger hier noch wieder auffüllen. Auch hier. Ich bin mir allerdings nicht sicher, also... Okay, das hätten wir. Das Speisehaus. Das werde ich mal ausstellen. Vorübergehend nur. Und ich werde jetzt mal von den extrem kalten Arbeitsplätzen auch ein paar abziehen. Was ist denn hier los? Achso. Weil das auch das schürt natürlich die Unzufriedenheit, wenn sie einen eiskalten Arbeitsplatz haben. Nachts müssen wir hier auch keine Arbeiter drin haben. Auch hier nehmen wir die jetzt mal nachts raus. Auch hier. Ist jetzt nur für die Nacht. Tagsüber nehmen wir die Leute wieder rein. Also, ich meine, eigentlich nicht, weil... ja, 109%, 108, 7. Es geht runter, weil ich die jetzt rausgenommen habe. Das ist schon mal gut. Die Kälte fängt ja am nächsten Morgen an und ab dann kann keiner mehr raus. Okay, es gibt eine Beerdigungszeremonie anscheinend. Ja gut, das war jetzt notwendig. Wir haben ja um die 100 Tote die letzten Tage zusammenbekommen. Hier, Krankenhaus muss natürlich gemacht werden. So, die wollten noch ein weiteres Krankenhaus. Kann ich das überhaupt bauen? Kann ich. Tatsächlich. Nur wohin? Eigentlich gibt es nur diesen einen Ort. Auch wenn das jetzt ein bisschen Holz zerstört, aber damit müssen wir leben. Achso, wir haben hier gar keine Glaubenshüter mehr drin, ne? Machen wir hier mal wieder ein paar rein. Okay. Unzufriedenheit ist drastisch gesunken. Nicht ganz so viel, wie ich mir das erhofft hatte. Aber immerhin. Unzufriedenheit auf 75%. Was war das denn jetzt gerade? Ja, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die haben hier echt ein eiskaltes Zuhause. Man könnte das jetzt hier eigentlich noch demontieren. Finde ich. Um noch an ein bisschen Holz zu kommen. Für den Fall der Fälle. So. Die müssen da anscheinend drin bleiben. Die Ärmsten. Ja, das mit dem schlechten Essen ist natürlich auch so eine Sache. Ach ja, und ich wollte ja noch ein Rohstoffdepot bauen. Auch dafür brauche ich unbedingt noch mehr Holz.
Tja, sieht irgendwie nicht gut aus hier, ne? Die Kohlemine ist vereist. Ganz viel, das mittlerweile vereist ist. Und wir haben nur für 7 Stunden Kohle, also auch das... ich glaube nicht, dass wir das Ende dieses Szenarios erleben werden. Na? Die Hölle ist eingefroren. Tja, noch ist es nicht so kalt. Nochmal um eine Stufe, da sind wir bei minus 90. Ne? Können wir noch was tun? Wir können noch mal eine Predigt halten. Die Hoffnung noch mal ein bisschen zu steigern. Und hier, das müssen wir beheizen. Keine Arbeitskräfte verfügbar. Sturm erreicht die Stadt. Ein tosender Sturm fegt über die Stadt, der Generator ächzt und knackt unter der Kraft des Windes. Blasse Gesichter wenden sich zu den scheppernden Fenstern, zitternde Lippen sprechen Gebete. Die Kälte wird grausam sein. Jagen ist unmöglich, die Erde in den Treibhäusern wird gefrieren. Wir werden mit den Nahrungsmitteln auskommen müssen, die wir gelagert haben. Wir haben getan, was wir konnten, um uns vorzubereiten. Wir sind nicht rechtzeitig fertig geworden, aber das ist jetzt gleichgültig. Achte auf die sinkende Temperatur und überstehe den Sturm. Oh Gott, das wird jetzt jeden Tag kälter. Um Gottes Willen, da sind wir bei minus 100, minus 110, minus 120. Minus 120. Alter. Ich meine, der Automaton macht hier noch tapfer weiter, aber die Kohle, die wird ja nicht mal irgendwie annähernd reichen. Arbeiten da jetzt ernsthaft noch Leute weiter? Kann ich hier echt noch Leute einsetzen? Ich meine... War das nicht so, wer im Freien ist, der erfriert? Gucken wir mal. Ich überlebe den Sturm. Toll. Ja. Das klappt nicht mehr. Ich bräuchte mal noch ein paar... ein paar Ingenieure. Wo haben wir denn welche? Ja, ich könnte hier aus dem Ding da noch was rausnehmen. Wir machen hier einfach mal ein paar Ingenieure weniger und machen sie stattdessen hier rein. So, die Hoffnung steigt. Für dies ist auch zu kalt. Das machen wir alles aus. Obwohl ich sagen muss, vielleicht wäre es gar nicht so eine blöde Idee, die hier rauszulassen. Die Geräuschkulisse hier ist der Wahnsinn. Und dann nämlich auch den hier abzuschalten. Hier arbeitet ja der Automaton weiter. Und hier... könnte ich... Wir haben nur für 2 Stunden Kohle. Okay. Da braucht irgendwie auch keiner mehr zu versuchen, weiter zu arbeiten. Also ich fürchte ja, dass das hier das Ende ist, ne? Und wir sterben am Ende gar nicht an der mangelnden Nahrung oder daran, dass wir nicht irgendwie welche Sachen nicht fertig erforscht haben,
sondern schlicht und ergreifend daran, dass wir keine Kohle haben. Hier nehmen wir auch mal die Arbeiter raus. Auch wenn das jetzt nicht wirklich was bringt. Noch eine Triage durchführen möchte ich eigentlich nicht. Ja. Das ist schön, der warnt uns hier schon, dass wir nicht einen Tag überleben werden. Was ist hier los? Ich muss hier mal alle Heizkörper ausmachen, glaube ich. Der muss auch aus. Der muss aus. Der muss aus. Was ist denn das hier? Speisehaus. Oh, schön, wir haben die Generatorleistung erforscht. Bringt uns jetzt allerdings auch nicht mehr so viel, weil wir in weniger als einer Stunde einfach nichts mehr haben. Ich würde mal sagen, damit haben wir komplett versagt. Der Generator ist gleich aus. Wir müssen tatsächlich noch eine Dampfstufe runter. Dann haben wir noch für 2 Stunden. Ich kann in den Overdrive gehen. Da wäre es zumindest ein bisschen wärmer. Bei denen ist auch ohne alles kalt. Also machen wir den mal aus. Senkt mal die Unzufriedenheit mal ein bisschen mit dem Gebetshaus. Für die Festpredigt müssen wir noch ein paar Tage warten. Also ich... jetzt ist halt auch hier die Schicht vorbei. Bisher haben die natürlich hier noch ein bisschen was gewuppt mit den Kohlekraftwerken. Was kommt hier eigentlich alles runter, ey? Viermal ein Sturm zieht auf, 24 mal hohe Unzufriedenheit. Ja, das glaube ich gerne. Es ist auch wirklich arschkalt. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Treibhausdämmung hilft uns auch nicht. Effizienz. Nochmal 10% weniger Kohleverbrauch. Ja. Was sonst soll man tun? Aber ich meine, gleich ist es vorbei. Wir haben so gut wie keine Kohle mehr. Und das war's. Der Generator fährt herunter. Ja. Tja, also ich fürchte, die müssen hier doch noch tagsüber auch arbeiten. Und wir müssen sogar noch Kohle ranholen. Der Generator ist aus.
Schauen wir uns das Elend hier noch ein bisschen an, würde ich sagen, ne? Habe ich noch irgendwo was an? Ja, ich hatte nur dieses eine Dampfzentrum. Das mache ich jetzt auch aus. Dann funktionieren die Krankenhäuser jetzt eben auch nicht mehr. Ja. Was ist denn hier noch wieder an? Das kann auch noch aus. Zwölf Leute haben kein Zuhause? Wie kommt das denn? Irgendwelche Häuser zerstört? Müssen wir wohl noch mal ein paar Baracken bauen, ne? Ich meine, jetzt ist es ja eigentlich auch egal. Noch mal einer gestorben, okay. Oh, Zufriedenheit. Ist wieder mal extrem hoch. Noch einer gestorben. Auch das finden sie nicht gut. Ich kann noch mal wieder für ein paar Stunden aufmachen. Natürlich jetzt auch. Bringt jetzt auch nicht so viel, auf Stufe 1 zu gehen. Wenn die minus 7 durchs Wetter haben, plus 2 durch die Gebäudeisolierung. Ja. Wir nehmen die aus den Krankenhäusern auch raus. Es hilft ja nichts. Ja, da wird's noch kälter. Geil. Wenn man wenigstens eins nochmal hinkriegen würde. Deine Zeit ist gekommen. Okay. Oh, sie haben mich verbannt. Okay, du bist entlassen. Eine Gruppe wütender Männer schleift dich unter den Generator. Die tobende Menge brüllt wie wild, hängt das Schwein auf, werft ihn in den Generator. Das Urteil wird kurzerhand verkündet und in Anerkennung deiner Bemühungen bleibt dir die Todesstrafe erspart. Stattdessen wirst du aus der Stadt vertrieben. Ich habe mein Bestes getan. Naja. Tja, also so viel zu meinem Experiment mit Frostpunk. Rückblickend muss ich sagen, also was hätte ich besser machen können, um das Ganze zu schaffen? Ich denke, ich hätte anfangen müssen mit Außenposten-Teams. Sehr früh, also so früh, wie es irgendwie geht, weil man einfach mehr Ressourcen hat. Und ich hätte auch diese blöde Kohlemine nicht zerstören sollen. Dann muss man natürlich immer mal wieder ein paar Rohstoffdepots bauen, damit man einfach unglaublich viel Ressourcen ansammeln kann. Also das ist schon mal das Erste. Dann ist es natürlich wichtig, dass man seine Gesundheit im Griff behält. Notfalls muss man auch schon sehr früh mit sowas wie mit der Triage anfangen, um das einfach, ja, auf Kurs zu halten. Wobei, naja, ich meine, dann hat man halt auch weniger Einwohner und das ist nicht so gut. Ansonsten, so was Hoffnung und Unzufriedenheit angeht, waren wir lange Zeit eigentlich gut. Was uns am Ende halt gekillt hat, waren halt diese ganzen Notfallschichten, die wir einführen mussten. Oder ich einführen musste. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das kann man auch umgehen, indem man eben frühzeitig anfängt, unglaubliche Mengen, vor allem an Kohle, anzuschaffen. Ohne das ist schwierig. Ja. Und natürlich
gucken, dass die Gebäudeisolierung passt, damit man nicht so viel heizen muss. Also Kohle ist das A und O. Aber ja. Tja, schade, dass das Szenario am Ende nicht geklappt hat. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also wenn ich richtig gezählt habe, wäre das sowieso die letzte Folge dieser Staffel gewesen. Insofern passt das ganz gut. Genau. Jetzt in der nächsten Woche wird ja wieder Crusader Kings laufen und ich denke dann nach Weihnachten sehen wir uns dann wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Frostpunk weitermache. Ich könnte mir ja auch durchaus vorstellen, ein anderes Szenario zu spielen. Oder ob ich was ganz anderes spiele, das habe ich mir noch nicht überlegt. Und ja, ihr werdet dann sehen, wofür ich mich entschieden habe. Vielleicht kommt ja auch noch das ein oder andere Spiel raus, das ich mir gut vorstellen könnte. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen, auch wenn ich am Ende kolossal gescheitert bin. Und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, liked, kommentiert, könnt auch gerne Wünsche äußern, was ihr gerne mal bei mir sehen würdet. Grundsätzlich habt ihr ja vielleicht auch schon gemerkt, bin ich für solche Aufbausachen mit schöner Story eigentlich immer zu haben. Aber auch durchaus für andere Spiele. Wenn es mir gefällt, mache ich es. Wenn es mir nicht gefällt oder ich aus irgendeinem Grund meine, dass es sich als Let's Play nicht so eignet, dann eben nicht. Aber meine Vorschläge machen könnt ihr mir natürlich. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn wir uns auch in weiteren Let's Plays noch wiedersehen. Und ich sage tschüss erstmal. Bis dann, macht's gut, eure Miri.